Mit dieser Geschichte habe ich nichts zu tun. Und wer ist das auf dem Foto? Der Zwillingsbruder? Man hat mich reingelegt. Ich lese Ihnen gern noch mal vor. Der junge, durchtrainierte Fitnesstrainer des renommierten Fürstenhofs bekennt, es war Liebe auf den ersten Blick. Alles Lüge. Jetzt hören Sie doch auf, mir was vorzumachen. Wie viel hat man Ihnen für die Story bezahlt? Das Ganze ist eine gemeine Intrige. Und wissen Sie was, Frau Franke? Ich glaube, Sie stecken dahinter. Vorsicht, Mike. Sie übertreten gerade Ihre Grenzen. Danke. Gerne. Ah, hallo, Herr Brandner. Aber nicht für die Presse. Die Story über Mike und Sarah ist der absolute Knüller. Ich habe gerade mit dem Chefredakteur gesprochen. Er hat mich angerufen. Die Ausgabe ist ausverkauft. Gute Arbeit. Ihre Fotos sind fantastisch. Danke für die Blumen. Aber ehrlich gesagt habe ich mir mehr erwartet, dass Mike bei der Kleinen richtig zur Sache geht. Mike ist ein Dummkopf. Sentimental und stur. Stellen Sie sich vor, er wollte mich doch wirklich bei Herrn Saalfeld anschwärzen. Oha. Wie ich Sie kenne, Frau Franke, wird der Trottel dafür büßen. Das wird er. Und nicht zu knapp. Rache ist süß. Ja, du weißt doch, dass ich nicht an sowas glaube. Denkst an deinen Vater. Du weißt nicht, was du ihm sagen sollst, machst dir Sorgen um ihn, hast Angst, ihn zu enttäuschen. Und dann denkst du noch, dass du Lichtjahre von deiner eigenen Konfiserie entfernt bist. Stimmt's oder habe ich recht? Ich sollte nicht länger hierbleiben, das hat keinen Zweck. Ja, das werden wir ja sehen. Die Karten geben Antwort. Ach, Tanja, du glaubst doch nicht wirklich, dass meine Zukunft in irgendwelchen Karten geschrieben steht. Du wirst schon sehen. Jetzt komm, zieh mal 4 Karten. Na gut. Dir zuliebe, ja? Mit der linken. Die Hand deines Herzens. Okay, also pass auf. Die erste ist die Gegenwart, ja? Bitte. Ja. Der Eremit. Die Einsamkeit, Selbstbeschränkung, aber auch für ganz großen Mut. Das trifft doch deine Situation ziemlich genau, oder? Mhm. Irgendwie schon. Und die da? Wofür steht die? Die zweite Karte, das bist du. Die Sonne. Warmherzig, stark und voller Zuversicht. Und die dritte? Also, das ist die 5 der Stäbe, die sagt dir in der Zukunft voraus. Ja, du wirst ziemlich stark um dein Glück kämpfen müssen, innen und außen. Ja. Na, wer sagt's denn? Schau mal, wird doch alles gut. Das Ass der Kelche. Der Beginn einer großen Liebe und die absolute Erfüllung. Hat sich der Mike dabei nur gedacht? Lässt sich mit einem Gast ein und hetzt dann auch noch die Presse drauf. Das hätte doch der Bub wissen müssen, was er sich da für einen Ärger einhandelt. So naiv kann er doch nicht sein. Obwohl ich ja nur die Hälfte von dem Schmarrn glaube. Wie viel davon stimmt, ist völlig egal. Tatsache ist, dass der Artikel einen Skandal provozieren wird, den sich der Fürstenhof auf keinen Fall leisten kann. Ah, der arme Bub, in dessen Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Weiß eigentlich Alexander schon davon? Ich glaube nicht, sonst hätte er mich vorhin bestimmt drauf angesprochen. Dann musst du ihm was sagen, und zwar gleich.
Oh, schon nach halb. Ich muss in die Küche. Tanja, das Personal benutzt normalerweise den Hintereingang. Außerdem sind Sie schon wieder zu spät. Tut mir leid, meine Uhr ist stehen geblieben. Das ist keine Entschuldigung. Sie haben Ihren Dienst pünktlich anzutreten und wenn die ganze Welt zusammenbricht. Ab morgen ziehe ich Ihnen jede Minute Verspätung vom Lohn ab. Verstanden? Ja, schon gut. Sie fangen im ersten Stock an und zwar gleich. Ich habe da eine Liste von einem Gast, der da ein paar Specials auf dem Zimmer haben will. Moment, ich hole sie. Sie warten hier. Herr Steinle? Hm? Ah, schönen guten Tag. Hallo. Ich freue mich, Sie in unserem Haus willkommen zu heißen. Sehr erfreut. Können Sie mir bitte folgen? Ja, danke. Das ist die Liste und dass Sie mir die Anweisungen genau befolgen. Ich will keine Beschwerden seitens der Gäste haben. Verstanden? Tanja. Ja? Haben Sie mir überhaupt zugehört? Selbstverständlich, Herr Sonnenbichler. Wie immer. Frau Lieberts. Wegen Ihnen kriege ich jeden Tag ein paar graue Haare mehr. Das steht Ihnen aber gut. Alfons hat mir mal wieder eine Moralpredigt gehalten. Nein. Unser Mike und Sarah? Aber das hätte ich mir aber nicht so getraut. Ich glaube das nicht, was über ihn in der Zeitung steht. Klar. Du weißt auch bestens über Männer Bescheid. Denkst du, bist die große Liebe von Alexander und der verlobt sich mit Katharina. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen blauäugig, aber in Mike täusche ich mich bestimmt nicht. Was macht mich da so sicher? Du, vielleicht ist es ja seine Masche. Weißt du, behauptet, kein Mann für eine Nacht zu sein? Dann wiegt sich sein Opfer in Sicherheit und dann... Glaub mir, Mike ist nicht so. Und überhaupt sind nicht alle Männer so schlecht, wie du behauptest. Ja, ich weiß. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Und eine Ausnahme ist mein Millionär. Denn wer? Na, der, den ich in der Lobby getroffen habe. Gott, Laura, du hättest ihn sehen müssen. Also ist ungefähr so alt wie wir, ja? Und sieht umwerfend aus, allein wie der angezogen ist. Ach, so elegant und sportlich. Ja, mit Stil eben. Und wie der sich bewegt hat. Also sieht man gleich, das ist ein Mann von Welt. Und woher willst du wissen, dass er Millionär ist? Ich bitte dich. Sehe ich doch auf den ersten Blick. Und außerdem hat Alexander ihn persönlich empfangen. Stimmt in der Fürstensuite. Ja, das krieg ich raus. Tanja, du weißt, ich wünsche dir wirklich alles Glück der Welt, aber meinst du wirklich so eine heirateten Zimmermädchen? Mann, das muss er doch nicht gleich wissen. Außerdem kommt sowas vor. Erinnerst du dich an die Geschichte, die ich dir vorgelesen habe, von dem Multimillionär? Da bin ich ja wohl eine bessere Partie. Als eine 40-jährige Kellnerin mit 4 Kindern, oder? Du bist sowieso die allerbeste Partie. Du wirst schon sehen. Die Karten haben recht. Immer. Ich krieg meinen Traumprinzen. Und du auch. Ich wäre schon zufrieden, wenn Robert mir wenigstens mal eine anständige Arbeit geben würde. Komm, du bist schon wie ein Millionär an der Angel, musst du doch nicht mehr arbeiten. Ich will aber arbeiten. Und ich will meine eigene Konfiserie, ich weiß. Ja, na gut. Dann bekommst du eben deine eigene Konfiserie und einen reichen Traumprinzen dazu. Ich muss los. Sonst wachsen Alfons noch mehr graue Haare. Warte mal, ich komm mit. Ich muss noch mit Mike reden. Grüß dich, lieb von mir. Sag ihm, es ist mir total egal, was in der Zeitung steht. Ja? So, hier ist Ihr Arbeitsvertrag.
Lesen Sie bitte in Ruhe alle Punkte durch und keine Scheu, wenn Sie Fragen haben, ich beantworte sie gerne. Alles klar, danke. Ja? Oh, entschuldigen Sie die Störung. Hätten Sie kurz Zeit für mich, Herr Seifert? Das ist im Moment schlecht. Ich bin mitten im Gespräch. Ja, ich verstehe. Entschuldigen Sie. Worum geht es denn? Das würde ich lieber unter vier Augen mit Ihnen besprechen. Dann komme ich später bei Ihnen vorbei, ja? Ist gut, danke schön. So. Sind Sie mit allem einverstanden? Absolut. Keine Fragen mehr? Im Moment nicht, nee. Sehr schön. Wenn Sie dann bitte unterschreiben. Fein. Damit wären die Formalitäten erledigt. Tja, Herr Steinle, willkommen im Team. Danke. Was ich Ihnen noch sagen wollte, eine Anstellung als Page scheint ja im ersten Moment nicht sonderlich attraktiv, aber Sie können sich bis zur Spitze hocharbeiten. Das klingt gut. Und noch etwas Wichtiges, als Page repräsentieren Sie dieses Haus. Den guten Ruf, den hohen Standard, kurzum alles, was ein Haus dieser Kategorie ausmacht. Sie sind eines der Aushängeschilder dieses Hotels. Okay, dessen bin ich mir bewusst und ich werde mich bemühen, Ihren Erwartungen zu entsprechen. Das freut mich zu hören. Herr Sonnenbichler, unser Empfangschef, wird Ihnen das ganze Haus zeigen und Ihnen alles weitere erklären. Okay, gut. Ach ja, und die Pagen werden in unserem Haus üblicherweise beim Vornamen genannt. Ich hoffe, das ist kein Problem für Sie. Keineswegs. Wann soll ich denn anfangen? Am besten sofort. Okay, danke. Cora, steigst du bitte ein? Werner, mein Retter. Hast du schon die Geschichte gelesen über Mike und Sarah? Hab ich. Widerwärtig, was sich dieser Masseur da geleistet hat. Hinterhältig, dieser junge Mann. Bettgeschichten über unsere Hotelgäste an die Boulevardblätter zu verkaufen. Und das ist wirklich das Allerletzte. Allerdings, absolute Diskretion, das ist unsere oberste Maxime. Prominente sollen sich im Fürstenhof ungestört erholen dürfen, ohne dass sich irgendwelche Paparazzi an ihre Fersen heften. Ganz meine Meinung. Und du hast mit dieser Geschichte nichts zu tun? Werner, ich denke, du vertraust mir. Natürlich, aber ich kenne dich auch. Ach, was soll das heißen? Was willst du mir damit unterstellen? Du weißt, ich bin immer für gute Werbung, aber dieser Skandal liegt doch wohl weit unter meinem Niveau. Ich würde alle meine Kontakte spielen lassen, um den Schaden zu begrenzen. Entschuldige, ich dachte nur, weil Alexander dir... Ja, das hat mich wirklich sehr getroffen. Wie kann dein Sohn behaupten, meine Promis würden nur Geld kosten und keine Presse bringen? Aber weißt du, was mich am meisten verletzt hat? Dass du ihm nicht widersprochen hast. Ich mach's wieder gut. Heißt das, ich krieg auch in Zukunft mein Budget? Es bleibt alles beim Alten. Ich wusste doch, dass ich dir vertrauen kann, so wie du mir. Übrigens, ich habe in München schon mit einem Masseur gesprochen. Er könnte nächste Woche bei uns anfangen. Und dieser Mike Dreschke muss natürlich sofort entlassen werden. Du weißt doch, Personalpolitik gefällt nicht in mein Ressort. Da musst du schon Alexander überzeugen. Das ist doch lächerlich. Du bist der Chef. Du bestimmst, wer bleibt und wer gekündigt werden muss. Cora, Wir wollen doch nicht wegen diesem Masseur streiten, oder? Nein. Mike! Nein, ich werde Ihnen bestimmt kein Interview geben. Und ich habe auch nie eins gegeben. Und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Du, Mike. Du denkst doch auch, dass ich ein absolut skrupelloser Kerl bin, oder? Nein. Nein? Nein? Ah. Du glaubst also, dass ich mit dieser Geschichte nichts zu tun habe? Du bist zu sowas überhaupt nicht fähig. Oh. Es geht wirklich runter wie Öl. Du glaubst gar nicht, wie gut ich mich dabei fühle. Die letzten Stunden waren eine einzige Katastrophe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals so mies gefühlt habe. Und ich weiß auch, wer dahinter steckt. Wer sollte denn sowas machen? Cora, Frau Franke.
Ehrlich, Laura, diese Frau ist zu allem fähig. Sie hat von mir verlangt, dass ich Sarah ausspioniere, dass ich in ihrem Privatleben herumschnüffle. Ja, und dann hat sie mir noch gedroht, dass wenn ich nicht mache, was sie will, dass ich meinen Job verliere. Das glaube ich ja wohl nicht. Doch. Ja, weil du einfach viel zu gut bist, Laura. Du hast ja keine Ahnung, wozu Menschen fähig sind, wenn es um ihre Eitelkeiten geht. Aber ich habe nicht gemacht, was Frau Franke wollte. Dafür respektiere ich Sarah einfach viel zu sehr. Also wollte sie sich mit diesem Artikel an dir rächen, ja? Ja, davon bin ich überzeugt. Denn als sie erfahren hat, dass ich mich beschweren möchte bei Herrn Saalfeld Senior, wurde sie total wütend. Das kann ich mir vorstellen, dass sie da Rachegedanken hatte. Genau, und jetzt hat sie ihr Ziel erreicht und die Kündigung ist mir so gut wie sicher. Mike, du musst klarstellen, dass das Interview nicht von dir kommt. Das kannst du doch beweisen. Wie denn? Ich meine, die Zeitung behauptet, es würde Zeugen geben. Was soll ich, kleines Licht, schon dagegen ausrichten? Ja, du musst Sarah um Hilfe bitten. Sie kennt doch die richtige Geschichte. Ruf sie an. Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht. Aber wenn sie den Artikel liest, wer weiß. Da denkt sie vielleicht, ich hätte sie verraten. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Was hast du nur zu verlieren? Ja, du hast recht. Ich werde sie anrufen. Danke. Ungeheuerlich, diese Geschichte. Beschädigt den guten Ruf unseres Hauses. Eine solche Affäre können wir uns nicht das zweite Mal leisten. Diesen Masseur wird deshalb sofort und fristlos gekündigt. Mike Dreschke wird nicht entlassen, bevor ich nicht seine Version der Geschichte gehört habe. Wie, du willst ihm auch noch die Möglichkeit geben, sich mit Lügen aus dieser schmutzigen Affäre zu ziehen? Mike Dreschke hat noch nie Anlass zu klagen gegeben. Er ist zuverlässig, er ist ambitioniert, die Gäste schätzen ihn. Ich werde mit ihm reden und dann werde ich entscheiden. Wie du meinst, Personalpolitik ist absolut dein Ressort. Du wirst schon das Richtige machen. Danke für dein Vertrauen. Na, wenn ich schon jemandem vertraue, dann doch dir. Cora ist schon dabei, den Schaden abzugrenzen. Na prima. Macht sich Cora wenigstens mal bezahlt. Wo ist denn eigentlich Charlotte? Katharina hat sie zum Arzt gefahren. Sie hat einen Termin da beim Arzt. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Ja. Ja, der Arbeitsvertrag für den neuen Pagen. Ja. Xaver Steintle. Ich habe ihn schon gesehen. Ich glaube, der macht sich ganz gut. Ja, das denke ich auch. Naja, auf dich kann man schon bauen, Alexander. Ich wollte, dein Bruder hätte mehr von dir. Vielleicht wäre was aus ihm geworden, wenn er auf mich gehört und Jura studiert hätte. Ein Saalfeld in der Küche. Robert ist ein Spitzenkoch. Deine exzellente Arbeit trägt mindestens 50% zum Renommee dieses Hauses bei. Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn machen sollte. Ich gehe mich mal fürs Reiten umziehen. Vater? Ja? Mir geht schon die ganze Zeit eine Frage im Kopf herum. Ja, dann frag nur. Wie war das damals zwischen dir und der Mutter von Laura Mahler? Das habe ich dir doch schon erzählt. Naja, ich wüsste gerne mehr. Also gut, was hältst du von einem gemeinsamen Spaziergang? Dann werde ich dir alles erzählen, so gut ich kann. Gerne. Absolut indiskutabel. Ihr Vorgänger war mindestens 5 cm kleiner als Sie und auch schmäler. Die Uniform. Ach so. Ja, die Jacke ist Ihnen viel zu klein. Jetzt gehen's und ziehen's das Ding aus. Die Leute halten Sie ja sonst noch für den Hotelclown. Herzlich willkommen, Herr Botschafter. Es ist uns eine große Hallo. Freude, dass Sie uns wieder mit Ihrem Besuch beehren. So, bitteschön. Danke. Ihre Suite ist bereits hergerichtet und der Champagner steht wie gewünscht bereit. Danke. Darf ich Sie zu Ihrer Suite begleiten? Ich möchte erst noch eine Kleinigkeit zu mir nehmen. Selbstverständlich. Unsere Küche steht Ihren Wünschen jederzeit zur Verfügung. Ich gehe nicht davon aus, dass mich im Restaurant einer Ihrer liebestollen Angestellten mit einem Haufen Paparazzi überfällt. Sie dürfen sicher sein, dass Sie nicht belästigt werden. Fein. Übrigens, ich bin den ganzen Tag außer Haus. Selbstverständlich. Ich lasse Ihr Gepäck aufs Zimmer bringen. Wunderbar. Dankeschön. Bitte sehr. Xaver, kümmern Sie sich um das Gepäck vom Herrn Botschafter. Mach ich. Bleibt der Botschafter den ganzen Sommer über? Nein, nur eine Nacht. Und jetzt schaffen es die Koffer aufs Zimmer. Gepäckwagen steht da drüben. Okay. Auf welches Zimmer denn? Die Fürstensuite im Westflügel.
mir leid. Mein Fehler. Ich hätte Sie schon lang durchs ganze Haus führen müssen. Einen kleinen Moment, bitte, gnädige Frau. Aber Sie sehen ja selbst, ich kann hier nicht weg. Aber sobald es ein bisschen ruhiger wird, zeige ich Ihnen das ganze Haus. Danke. Und so lange erwarten Sie die Gäste bitte an der Auffahrt. Okay. So, die Nummer. Das hier. Susanne und ich, wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Mein Gott, was haben wir damals gefeiert? Wir haben es richtig krachen lassen damals. Na ja, Gott, wir waren jung, für jeden Spaß zu haben. Habe ich dir erzählt, wie meine drei Freunde und ich, wie wir also zu viert auf so einem kleinen Moped rumgedüst sind und direkt in eine Kontrolle rein? Ja, hast du mir schon erzählt. Wo? Wann denn? Immer wieder, oft. Vater, ich würde gerne was über die Beziehung zwischen dir und Susanne Mahler erfahren. Komm schon, Junge, komm schon. Lass mich doch erstmal mich ein bisschen warm reden. Also, wo war ich stehen geblieben? Ihr habt euch auf einer Party kennengelernt. Genau. Ich habe sie tanzen sehen, die Susanne. Und nicht nur ich. Alle waren in sie verliebt. Sie war das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Laura ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Susanne hatte einfach alles. Herz, Verstand und Stil. Mein Gott, was waren wir glücklich zusammen. Ich habe sie wahnsinnig geliebt. Alles an ihr, einfach alles. Aber am meisten das Lachen. Wenn Susanne lachte, dann ging die Sonne auf. Lieber Laura. Lieber Laura. Und warum hast du dich dann von Susanne getrennt? Puh, wir waren jung. Die Zeit, die Umstände. Du hast sie verlassen, warum? Junge, du kennst mich doch. Du hast sie geliebt. Und dann bist du ohne sie in den Westen geflohen. Warum? Es ging nicht anders. Außerdem habe ich dann Charlotte kennengelernt. Warum hast du Susanne zurückgelassen? Also gut, wenn du es unbedingt wissen willst. Susanne war damals mit einem anderen Mann verheiratet. Das Zimmer ist nicht gelüftet. Da, der Champagner lauwarm, das Eis ist seit Stunden geschmolzen. Er schafft so eine Schlamperei. Und wo soll ich denn die Koffer einstellen? Die Großen in den Schrank und die Kleinen auf die Ablage. Aber nehmen Sie vorher den Pyjama raus. Der Herr Botschafter schätzt es sehr, wenn er seine Nachtwäsche mit einem kleinen guten Nachtgruß auf dem Kopfkissen vorfindet. Tja. Da, jede Menge Staub. Und ich weiß auch, wer dafür verantwortlich ist. Das oberflächlichste Zimmermädchen vom ganzen Hotel. Sie kümmern sich um das Zimmer. Lüften, frisches Eis, Staub wischen. Und ich knöpfe mir das Zimmermädchen vor. Diese Frau muss dir sehr wichtig gewesen sein, wenn du dich jetzt so um ihre Tochter kümmerst. So ist es. Susanne war meine große Liebe. Und sie versuchen natürlich, etwas an ihrer Tochter wieder gut zu machen. Vorhin hast du gesagt, Laura wäre ihrer Mutter sehr ähnlich. Allerdings. Vor allem dieses Lachen. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, wenn du noch mal von vorne beginnen könntest, zweite Chance. Also mit dem Wissen, das du jetzt hast. Du meinst, ob ich mich dann für Susanne entschieden hätte? Ja. Nein, Alexander. Ich bin mit Charlotte sehr glücklich. Ich schätze deine Mutter sehr, sonst wären wir ja nicht 34 Jahre verheiratet. Außerdem haben wir zwei prima Söhne. Und nicht zu vergessen, das schöne Leben hier auf dem Fürstenhof. Ja, aber Susanne Mahler war deine große Liebe. Manchmal ist eben Liebe nicht genug. Oh, jetzt muss ich mich aber umziehen fürs Reiten. Der Gast hat es sich ausgesucht. Ein Andenken. Das ist total geschmacklos. Also mein Millionär, der würde sich sowas bestimmt nicht kaufen. Der hat nämlich Stil. Du, ich überleg die ganze Zeit, wer das sein könnte. Ich habe heute nur einen neuen Gast gesehen, der reich und vornehm wirkte. Das war aber ein älterer Herr. Du, der ist bestimmt in der Fürstensuite. Jetzt, wo Sarah abgereist ist, ist sie doch leer, oder nicht? Der Artikel über sie und Mike hat ziemlich Staub aufgewirbelt.
Vater ist total enttäuscht von Mike. Meinst du, die Geschichte stimmt? Eigentlich traue ich Mike sowas nicht zu. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich nicht in seine Haut stecken will. Außerdem habe ich ganz andere Sorgen. Dein Millionär. Du weißt, als Zimmermädchen darfst du keinen persönlichen Kontakt zu einem Gast haben. Denk an Mike, da versteht mein Vater wirklich keinen Spaß. Ach, Marie. Alfons muss mich doch nicht erwischen, wenn ich in der Fürstensuite bin. Du traust dich wirklich was? Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich muss jetzt das Andenken abliefern. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Wird schon schief gehen. Sarah erreicht? Ja. Und? Wie hat sie reagiert? Sie hat den Artikel noch nicht gelesen und wollte sich vorerst dazu nicht äußern. Na, kann man ja auch verstehen. Aber sie war so kurz angebunden und momentan ist sie in Vorbereitung für ihr neues Video. Ja, lass mal den Kopf nicht hängen. Sobald sie den Artikel gelesen hat, wird sie sich bei dir melden und bestätigen, dass du nichts dafür kannst. Meinst du wirklich? Hab ein bisschen Vertrauen. Ach, Laura, wenn ich mit dir rede, dann fasse ich wieder richtig Mut. Woher nimmst du mir bloß diese ganze Energie, um alles so positiv zu sehen? Weiß nicht. Das war schon immer so. Ja? Ich glaube an die Gerechtigkeit und liebe das Leben. Ja, das merkt man. Du bist wirklich voller Energie. Mhm. Besonders, wenn Robert mich die ganze Küche schrubben lässt. Dein Lachen ist, als würde die Sonne wieder aufgehen. Mike, du bist ja richtig poetisch. Aber glaub mir, manchmal bin ich auch verzweifelt. Hey, wenn es soweit ist, komm zu mir, okay? Versprochen, ich dichte dann irgendwas für dich. Das mache ich. Hast du die Kinder gesehen? Ja. Doktor, grüß Gott. Ich bin im Restaurant, aber hier ist auch keine Spur von ihr. In der Küche ist sie auch nicht. Das Mädel hat sie schon wieder verdrückt, mein Verflixter. Die kann das erleben. Marie, wenn du die Tanja triffst, dann sag mir bitte. Mike Frischke wird Ihnen ganz sicher kein Interview fürs Fernsehen geben. Weder er noch irgendeiner unserer Angestellten werden sich öffentlich zu diesem Artikel äußern. Selbstverständlich steht Frau Franke weiterhin als PR-Managerin des Fürstenhofes der Presse für Anfragen zur Verfügung. Aber auch sie wird sich jeden Kommentars enthalten, solange die Sachlage nicht eindeutig geklärt ist. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Großartig reagiert, Alexander. Besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Ach, Sie ahnen ja gar nicht, was in meinem Büro los ist. Den ganzen Tag klingelt das Telefon. Unentwegt muss ich irgendwelche aufdringlichen Journalisten abwimmeln. Ich fürchte, lange können wir die nicht mehr hinhalten. Was sollen wir also tun? Sie müssen handeln, Alexander. Und die Entscheidung liegt ja wohl klar auf der Hand. Sie müssen mal kündigen, und zwar sofort. Dieser Masseur hat durch seine Illoyalität den guten Ruf unseres Hauses ruiniert. Das ist unentschuldbar. Sie dürfen das nicht dulden. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie dramatisieren die Situation ein wenig. Keinesfalls. Stellen Sie sich vor, wenn Sarah das Hotel verklagt. Und sie hätte einen Grund dazu. Wegen Mike erscheint ihr Name in den Klatschspalten. Die Sängerin und der Masseur. Glauben Sie mir, dass ihr diese Art von Schlagzeilen sicher nicht sehr gefallen. Ich habe noch nicht mit Mike gesprochen und solange gilt für mich der alte Rechtsspruch im Zweifel für den Angeklagten. Ach, was gibt's denn da noch für Zweifel? Mike hat gegen die oberste Maxime des Hotels verstoßen, die da lautet absolute Diskretion. Er ist schuldig, die Beweise sind eindeutig. Da bin ich mir nicht so sicher. Lieber Mike,
hier hast du meine Antwort auf den Zeitungsartikel. Dass wir uns duzen, war Sarahs Vorschlag. Normalerweise sieht sich die Gäste natürlich klar. Mach's nicht so spannend, Mike. Lies vor, was Sarah geschrieben hat. Ich habe selten so gelacht, schreibt Sarah. Na, wenigstens hat sie sich gut amüsiert. Mir ist das Lachen nämlich zwischendurch gründlichst vergangen. Mike? Schon gut. Im Vergleich zu dem, was die Presse sonst über mich schreibt, ist dieser Bericht geradezu schmeichelhaft. Den nächsten Teil kann ich euch leider nicht vorlesen. Der ist zu privat. Ja, das verstehen wir doch. War das alles? Nein, es geht noch weiter. Lieber Mike, mach dir keine Sorgen. Ich habe Herrn Saalfeld auch schon einen Fax geschickt und ihm bestätigt, dass du unschuldig bist. So, sollte es trotzdem noch Probleme geben, so rede ich gerne persönlich mit deinem Vorgesetzten. Alles Gute, Sarah. Mann, das ist ja fantastisch. Jetzt kann dir niemand mehr was. Ich habe doch gleich gewusst, dass das Schmarrn ist, was in der Zeitung steht. Das freut mich für dich, Mike. Aber jetzt bleibst du sauber, hörst du? Was denken Sie alle eigentlich? Macht sich das Abendessen etwa von selber? Was haben Sie hier zu suchen, Mike? Möchten Sie nach der Sängerin jetzt auch mein Küchenpersonal aufmischen? Nein, nein. Entschuldigung, schon gut. Ich bin gleich weg. Schön. Ich gehe jetzt ins Restaurant, die Kellner anweisen. Wenn ich zurück bin, will ich, dass hier jeder an seinem Platz steht. PS. Übrigens, mein Schöner, sind wir zwei auf den Fotos nicht ein hübsches Paar? Mike, du bist ja ganz rot. Was hat der Arzt gesagt? Alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Und was ist mit dir? Machst du dir wegen des Artikels Sorgen? Die ganze Aufregung ist sicher ärgerlich. Aber du weißt doch, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Ja, da hast du sicher recht. Oder hast du dich etwa mit Katharina gestritten? Nein. Ja, was ist es dann? Dir liegt doch was auf dem Herzen, Alexander. Naja, ich mach mir Gedanken, generell. Du fragst dich, ob du bereit bist zu heiraten, dich zu binden. An einen Menschen für immer, ist es das? Ihr Tee. Dir kann ich nichts vormachen. Du kennst mich zu gut. Ich bin deine Mutter, Alexander. Tatsächlich Gedanken, ob ich schon so weit bin, Katharina zu heiraten. Ob wir uns nicht noch ein bisschen Zeit lassen sollen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Letztlich fürs ganze Leben. Weißt du, Alexander, mit der Ehe ist es wie mit einem Sprung ins kalte Wasser. Vorher hat man Angst. Aber wenn man einmal drin ist und ein paar Runden gedreht hat, dann fühlt es sich wunderbar an. Ja, aber glaubst du nicht, dass man ohne Angst springen würde, wenn man weiß, das ist die ganz große Liebe? Weiß man denn das vorher? Weiß man das überhaupt so genau? Liebe. Liebe ist viel mehr als ein spontanes Gefühl. Liebe ist Vertrauen. Und Vertrauen wächst über Jahre. Du und Katharina, ihr kennt euch von Kindheit an. Wer steht dir näher als sie? Wem vertraust du mehr? Stell dir diese Fragen, Alexander. Beantworte sie für dich. Und du wirst entdecken, du und Katharina, ihr passt wunderbar zusammen. Ihr seid einfach füreinander geschaffen. Kann ich dich etwas fragen? Alles, mein Sohn. Als dir Vater von Susanne Mahler erzählt hat, von seiner großen Liebe von früher, was hast du da empfunden? Ach, Alexander, diese ganze Geschichte ist so lange her. Wenn ich 20 wäre und frisch verheiratet, ja, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber so? Dein Vater und ich sind jetzt 34 Jahre verheiratet. Er war mir immer ein guter Ehemann. Und wir sind glücklich, bis heute. Was zählt da schon eine verflossene Jugendliebe? Ja. Weißt du was? Du hast recht. Du hast recht mit allem. Ich werde ins kalte Wasser springen. Thank you.
Wunderbar, Mike. Sie haben Hände aus Gold. Ich bin froh, dass Sie bleiben. Eine Entlassung hätte ich wirklich sehr bedauert. Ich danke Ihnen. Also ganz ehrlich, Sie haben es doch gar nicht nötig, sich mit irgendwelchen Schlagersternchen einzulassen, oder? Ich lasse mich nie mit Gästen ein. Das widerspricht meinen Prinzipien. Und das wird auch in Zukunft so sein. Guten Tag. Verbinden Sie mich bitte mit Herrn von Trettenburg. Ja? Sagen Sie ihm einfach, Frau Franke möchte ihn sprechen. Hm? Ich warte. Hallo. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Hast du nicht. Ich bin nur überrascht, dich hier zu sehen. Ja, ich... Sag mal, bei der Gelegenheit, ich hoffe, du hast meine Entschuldigung angenommen. Das war sehr ernst gemeint. Was ich dir unterstellt habe, war absurd. Ist schon okay. Irgendwie kann ich sie auch verstehen. Ich meine, ich tauche hier plötzlich in deinem Hotel auf und dann siehst du, wie ich mit deinem Vater rede. Du musst ja sonst was gedacht haben. Naja, am Anfang schon, aber dann... Also, ich bin auf jeden Fall froh, dass du hier bist. Wirklich? Ja. Jetzt, wo wir wissen, dass mein Vater und deine Mutter sich auch schon kannten. Ja, die Welt ist klein. Ja. Dein Vater ist sehr sympathisch. Deine Mutter natürlich auch. Mir fehlt nur noch Robert auf deiner Sympathieliste. Apropos, ich werde mal weitermachen. Ja. Moment, ich helfe dir. Laura, wo bleiben Sie? Verdammt noch mal. Hat ja wieder ganz besonders gute Laune heute. Auch dieser Tag geht vorbei. Ich packe den Koffer aus. Ist das nicht eigentlich mein Zimmer? Oh, da muss ich mich wohl im Stockwerk geirrt haben. Das ist mir ja noch nie passiert. Das ist kein Problem, wenn ich Ihnen helfen kann. Danke. Jetzt finde ich mich wohl zurecht. Ich habe Sie heute schon mal in der Lobby gesehen. Wirklich? Ja, eine Lady wie Sie fällt auf. Oh. Danke fürs Kompliment. Ist ja wirklich ein schönes Zimmer hier. Ja. So hübsch eingerichtet. Oh. Meine Lieblingsmarke. Eisgekühlt. Da könnte ich ja gleich schwach werden. Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen gerne eine Flasche auf Ihr Zimmer. Das würden Sie tun? Mit dem größten Vergnügen. Welche Zimmernummer haben Sie denn? Komm drauf zurück. Ja, es ist wirklich schade, dass diese Suite schon gebucht war. Ich hätte mich sicher wohlgefühlt. Das tut mir leid. Hätte ich das gewusst, hätte ich Ihren Wunsch sofort an die Hotelleitung weitergereicht. Oh, danke. Beim nächsten Mal vielleicht. Wir sehen uns bestimmt noch. Das würde mich sehr freuen. Schönen Abend noch. Ihnen auch? Herr Saalfeld, darf ich Sie jetzt sprechen? Ja, bitte. Sie haben das Fax von Sarah erhalten? Ja. Ach, dann wissen Sie ja, dass ich mit diesem Artikel nichts zu tun habe. Und zum Glück ist Ihrem Haus auch kein größerer Schaden entstanden. Und ich verspreche Ihnen, ich werde mir in Zukunft natürlich noch mehr Mühe geben. Ja, so einfach ist das leider nicht. Bitte. Sehen Sie... Unser Haus hat einen exzellenten Ruf, den wir vor allem unserem Service verdanken, der unseren Gästen absolute Diskretion verspricht. Ja, das weiß ich, Herr Saalfeld. Und glauben Sie mir, ich halte mich auch daran. Auch wenn es Prominente geben mag, die ihren Namen nur allzu gerne in der Klatschpresse lesen.
Auf den Großteil unseres Klientels trifft das nicht zu. Ganz und gar nicht. Denn naja, um es kurz zu machen, wir haben eine ganze Reihe von Stornierungen gefaxt bekommen. Hier, das ist heute angekommen. Herr von Trettenburg hat seine Buchung storniert? Ja. Die Absage solch wichtiger Gäste können wir uns definitiv nicht leisten. Was soll ich also tun? Es tut mir leid, Mike. Ich sehe keine andere Lösung. Mir sind die Hände gebunden. Ich muss Sie leider entlassen, Herr Dreschke. Ihre Arbeitsmoral ist gleich null. Und Ihre Motivation offenbar auch. Begreifen Sie denn nicht, dass der Fürstenhof seinen guten Ruf verteidigen muss, gerade jetzt nach diesem Riesenskandal? Damit habe ich doch nichts zu tun. Mit diesem Skandal nicht, aber mit der fehlenden Sauberkeit in der Fürstensuite sehr wohl. Das geht ganz allein auf Ihr Konto. Ich gebe Ihnen gern noch mal die Liste, auf der steht, wie man ein Zimmer ordentlich sauber macht. Tanja, Sie sind Zimmermädchen in einem Spitzenhotel und nicht in irgendeiner Absteige. Herr Sonnenbichler, ich verspreche Ihnen, ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben, okay? Das will ich hoffen. Ich habe dich heute vermisst, Alexander. Ich hätte dir heute lieber beigestanden, als in der Galerie drauf zu warten, dass die Zeit vergeht. Die Leute haben ohnehin nur über eins gesprochen. Über den unsäglichen Artikel von Sarah und Mike. Ich hab dich auch vermisst. Schatz, ich bin müde. Es war ein harter Tag. Besonders bedrückt mich, dass ich Mike entlassen musste. Ich kenne dich. Ich weiß, dass es dir schwer fiel. Ich mag Mike und ich schätze ihn auch sehr, aber du konntest einfach nicht anders. Schatz, es tut mir leid, ich bin wirklich müde. Na gut. Gute Nacht. Charlotte. Guten Morgen, Katharina. Schön, dass ich dich auch mal wieder sehe. Du arbeitest viel in letzter Zeit, nicht wahr? Mir bleibt nichts anderes übrig. Die Galerie läuft im Moment nicht so gut. Der Euro steckt den Leuten auch nicht mehr so locker in der Tasche wie früher. Ja, ich weiß. Trotzdem sollte für die Familie noch genügend Zeit übrig bleiben. Was meinst du damit? Dass ich es bedauere, dass ich dich kaum noch sehe. Ich hoffe, du und Alexander verbringt wenigstens genug Zeit miteinander. Alexander hat viel zu tun. Im Moment hat er Stress wegen dieses Presseskandals. Vielleicht ist es ja nicht nur die Arbeit. Mutter, guten Morgen. Vater erwartet dich beim Frühstück. Ach, Alexander. Lass uns doch spazieren gehen. Bei dem Wetter. Ach komm, wir brauchen uns doch nur was überzuziehen. Na gut. Vergessen Sie nachher den Limettensaft nicht, ja? Machen Sie voran, Laura. Die Äpfel für die Tarte schälen sich nicht von selbst. Und vergessen Sie nicht, die Zitrone ins Wasser zu geben, damit die Äpfel nicht braun werden. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin Lichtjahre von meinen Träumen entfernt. Oder? Alexander, du bringst mich völlig durcheinander. Was soll ich denn nur machen? Etwa auf die Karten hören? Sehr witzig. Ich träume von der großen Liebe und verdiene mein Geld mit Äpfelschälen. Was bin ich eigentlich für eine Träumerin? Reiß dich zusammen, Laura. So baust du dir keine Zukunft auf.
Alexander ist mit einer anderen verlobt. Am Ende wiederholst du die Geschichte deiner Mutter. Dieses Wetter dieses Jahr, unglaublich. Und ich hoffe, das macht uns nicht das Geschäft kaputt. Was willst du? Wir sind doch eh ausgebucht. Ich find's schön, mit dir im Regen spazieren zu gehen. Ich bin so glücklich, Alexander. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? Ich wollte dich immer schon heiraten. Schon als ganz, ganz kleines Mädchen. Alexander! Was ist denn los mit dir? Irgendetwas stimmt doch nicht. Ich bin nur etwas abgespannt. Es ist halt viel Stress zur Zeit. Ich kenne dich, Alexander. Wie niemand sonst. Das hast du selbst gesagt. Sprich mit mir. Warum weißt du nicht zurück? Warum schläfst du nicht mehr mit mir? Bitte, sag mir die Wahrheit, Alexander. Gibt es eine andere?